Der weltweite Ausbruch der Affenpockeninfektion ist so ungewöhnlich, dass wir uns Sorgen machen müssen, ob er so abläuft wie frühere Affenpockenausbrüche. Es ist eher damit zu rechnen, dass sich die Art und Weise, wie das Virus sich verbreitet, geändert haben könnte, sodass wir jetzt schnell und hart reagieren müssen, um einen globalen Ausbruch wieder einzudämmen. Wir stehen im engen Austausch mit nationalen und internationalen Behörden und Wissenschaftlern, und das ist auch ein Thema hier bei der Weltgesundheitsversammlung. Das also ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir ohne Stigmatisierung trotzdem die Risikogruppen ehrlich ansprechen müssen. Das ist zum Schluss auch zum Schutze dieser Risikogruppen und darf nicht falsch verstanden werden, also eine Stigmatisierung als von Männern, die Sex mit Männern haben. Aber trotzdem muss ehrlich gesagt werden, dass das zum jetzigen Zeitpunkt die Gruppe ist, wo es sich am stärksten ausbreitet. Das kann sich jederzeit ändern. Und um dies zu verhindern, muss schnell und ehrlich reagiert werden.